So Leute, da sind wir beim nächsten Booster und ich habe noch was Besonderes dabei. Und zwar mal einen Ryzen 2 Set Booster. Ja, ich weiß, wir machen davon echt eine Menge auf und ich glaube, ich habe mittlerweile auch ein komplettes Display auf dem Channel aufgemacht. Aber es ist so ein gutes Set, so ein gutes Set. Da haben wir erstmal einen Dragon Rage Channeler. Nice. Das ist auch eine gute Karte aus dem Set. Ja. Dann Sumpf. Dann haben wir Geschnappt von Lagax. Ach, ich liebe diese Karte. Dreimal eine bezaubernde Kreatur, sie kann nicht geblockt werden. Was kann weder angreifen noch blocken. Wenn Geschnappt von Lagax ins Spiel kommt, wenn ne, was, wie nennt sich das? Beistand 2. Booster 2 an. Okay. Dann haben wir Dornenschimmerbrücke. Kommt getappt ins Spiel, tappen für ein grünes oder weißes, unzerstörbar, sehr cool. Bewohner des Dunkelwaldes, 3x3-2 Wachsamkeit. Für 6 Mana ziehen wir eine Karte. Diese Fähigkeit kostet 1 Mana weniger für jede Pflanze 1 Marke, die wir kontrollieren. Das ist super, super stark für Grün. 2 Mana 1-3 Bedeckinfiltratorin kann nicht geblockt werden mit Metallkunst. Dann kriegt sie plus 1 plus 0. Das ist auch nicht so gut. Aber naja, ist ein Ankampf. Dann haben wir Diener des Filigranen. 4 Mana X3 fliegend und der hat steigt der Stärke der Anzahl der Artefaktkarten, die wir kontrollieren. Unsere Thematik ist irgendwie grün und Artefakte. Ich verstehe es noch nicht. Oh, Kochbuch der Unterwelt. 1 Mana Artefakt. Tappen, wir werfen eine Karte ab, erzeugen einen Food Token. Und für 4 Mana tappen wir opfern das Kochbuch und bringen einfach eine Kreaturenkarte aus dem Friedhof zurück auf die Hand. Das ist cool. Das ist cool. Segnung der Himmelsklinge. 2 Mana Verzauberung. Die verzauberte Kreatur gibt es eins und fliegend. Und für 3 Mana können wir die zurück auf die Hand bringen. Können wir nur machen, wenn die im Feld oder im Friedhof ist. Hä? Von wo sollen wir die denn sonst auf die Hand nehmen? Egal. Kaldras Vollendung. Nice. 7 Mana Living Weapon, unzerstörbar, die verzauberte Kreatur, die ausgerüstete Kreatur hat. Plus 5, Trampel, Erstschlag, Unzerstörbarkeit, Eile. Immer wenn diese Kreatur Schaden zufügt, exil die andere Karte und kostet 7 Mana zum Ausrüsten. Hammerkarte. Wirklich, wirklich coole Karte. Ha, leider deutsch, aber nice. Dann Gegenzauber, neutralisieren Zauberspruch unserer Wahl. Das sollte ja mittlerweile jeder kennen. Und dann haben wir einen Gragadon. 7 Mana, 7, 5, Trampel mit Aussetzen. Und eine Foil. Voll rare. Harmonisches Wunderkind. 2 Mana 1-3 mit Bravour. Und falls die irgendwo ein Schamane getriggert wird, triggert die Fähigkeit doppelt. Okay. Gibt es, glaube ich, sogar ein Modern-Deck mit, aber ja. Es hätte eine coole Foil Rare sein können. Aber es ist eine Foil Rare, ich will mich nicht beschweren. Vogel und Friday Night Magic. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Black Seed. Ciao, ciao.